Zack, zack, zack. Wir spielen das anscheinend gegen einen Midlane-Malzahar. Das sollte sehr angenehm für uns sein, das Matchup. Schöner Draft von uns bis jetzt. Bart, Talon mit die besten Solo-Queue-Champions. Hegarim würde ich jetzt nicht so gerne sehen, ne? Aber ich meine, kann nicht alles gut sein. Mein Name und Malzahar sind schon sehr gut für uns. Danke an Georgie für den Support. Auch da einen wundervollen wünsche ich. Kannst du jetzt, wo du durch die Promo bist, das Anti-Ghosting-Overlay rausnehmen? Ich, weißt du, das ist, also, am Start der Season sind die Leute natürlich sehr motiviert, sich jeden Vorteil zu sichern. Das heißt, ich muss halt gucken, gegen wen ich spiele. Wenn ich die Leute kenne und weiß, dass das gute Spieler sind, dann kann ich den ausmachen. Aber sonst, es ist halt ein riesen Nachteil für dein eigenes Team und deinen Jungler, weißt du. Und es kommt nun mal leider vor. Wer ist Zardoz? Zardoz ist der größte französische League-Streamer. Der ist ein Cassiopeia-OTP, ist der. Oder war mal, und ich glaube, der spielt auch Vel'Koz, spielt der auch noch ansonsten. Der hat eine Zeit lang jetzt kein League gespielt, sondern hat, glaube ich, Schach gespielt oder so währenddessen. Und der ist auch so ein hyper-aggressive, over-the-top-Spieler, der aber richtig krasse Sachen manchmal macht. Aber insgesamt mit seinem Playstyle, also der ist halt so ein Diamond 1-Andy, ist der. Aber der macht wirklich, also der könnte viel höher kommen, wenn er sich ein bisschen am Riemen reißen würde. Das ist schon sehr, sehr gut. Du hast gerade die 500.000 Follower erreicht. Ernsthaft? Hab ich? Wait, wenn ich die 500.000 Follower erreicht habe, dann gibt's morgen ein ganz besonderes Spezial, gibt's dann morgen. Wenn ich das gerade geschafft habe. Dann gibt's morgen ein ganz besonderes Spezial. Und zwar die einminütige Cam-Einblendung, wo ich eine Silvestertröte tröte. Ja, die gibt's morgen für euch. Aber lasst euch überraschen. Nee, hast du noch nicht. Ja gut, dann nicht, ne? So. Danke an Eben, Superman, Young Chris und die schwule Lesbe. Vielen lieben Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Gleich entfolgen, das will ich nicht riskieren. Hey, 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 hey. Was ist jetzt los hier im Chat, bitte? Oh, das tut gerade so gut. Letzte Season lief so schlecht und wir haben jetzt zwei richtig krasse Comeback-Wins in Folge gehabt, ne? Auch in der Master-Promo. Es wäre bloß schön, wenn ich im Early nicht so behind fallen müsste. Das wäre sehr, sehr schön. Wenn wir das hinbekommen würden, dass wir im Early nicht so behind sind. Vom First Strike auf Xerath mag ich das ganz gerne. Du kannst es auf der Lane relativ leicht procken, das macht dich ein bisschen schneller und es scaled halt sehr, sehr gut und fühlt sich später super satisfying an. Auf Corki zum Beispiel mag ich First Strike auch. Auf Viktor ehrlich gesagt nicht so wirklich. Brezelbro, vielen lieben Dank auch da. Hast du das Caps Game gewonnen? Nee, da habe ich komplett auf den Sack bekommen. In dem Caps Game. Also wirklich volle Kanüle. Und das ist für ein cooler Skin. Ist das Bienenmalzahar? In irgendeinem Chroma oder was ist das? Sieht ja insane aus. Ich war gerade fast aus Versehen auf meinen Flash gekommen. Ich habe mich bis jetzt auf jeden Fall komplett outmoved, der Mann. In dem Matchup sollte nichts passieren, hoffentlich. Also beide sollten einfach gar nichts machen. Wir bauen so ein bisschen Mana-Flow-Band-Prox gegeneinander an, ab. Und ansonsten wird einfach nur Waves hin und her gepusht. Und dann scalen beide extrem gut und später haben wir beide sehr viel Impact. Das ist schlecht. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass er einen Hegarim-Jungle hat. Und Hegarim-Jungle ist sehr widerlich für uns. Außerdem sind meine Last Hits gerade mal wieder nicht das Gelbe vom Ei. Das hier war wahrscheinlich schon durch, oder? Ja, natürlich.
ich immer mit den kleinen Langusten. Ich wollte da die Languste hauen, hab aus Versehen den Minion gehauen und hab mir dann selber den Minion denied. Da war nicht, was wir sehen wollten. Ich kann mir vorstellen, dass der Hacker jetzt Mitte ganken möchte. Langsam zu uns pushen lassen hier. Oh ne, Hacker ist oben. Was. Das ist nämlich ein Riesenproblem gerade. Können probieren, die Wave hier zu halten, aber wahrscheinlich eher nicht. Oben ist Action. Der sollte tatsächlich sterben da. Der Hacker nimmt unten die Languste. Da hat der Meiser ihn gecovert, ne? Deswegen hat er gerade so feste gepusht davor. Einfach weiter in aller Seelenruhe farmen hier. Von nichts sollten wir uns verunsichern lassen. Ab und zu mal hier unser First Strike brocken und unser Mana flubbeln und dann in aller Ruhe. Ist euch gerade aufgefallen, dass die. Also der Malsar hat ja mit seiner Schale den Damage von meinem W verhindert, ne? Und ich habe da jetzt mal drauf geachtet, das First Strike hat aber trotzdem die vollen 4 Gold ausgezahlt. Tatsächlich. Also es hat die vollen 4 Gold ausgezahlt. Obwohl der Damage komplett in seinem Schild verschwunden ist. Bitcoin ist auf 35.000. Ernsthaft? Noch weiter in der Talfahrt. Na gut, was heißt Talfahrt, ne? Die war ja irgendwie. Die ist ja. Jetzt ist sie dann relativ bald wieder da, wo sie angefangen hat, das Jahr, ne? Jetzt ist sie dann relativ bald wieder da, wo sie angefangen hat. 4 Gold, oh yes, Stongs. Naja, ich meine, wenn du 4 Gold 100 Mal bekommst, na, dann hast du eine Träne. Und die ist dann aber auch voll gesteckt, wenn du den 100 Mal gehittet hast für 4 Gold. Das kann ich dir aber garantieren. Ja. So. Das ist so richtig oldschool. Muss flashen, ne? Selbst wenn der. Ist halt ein Malsa, aber trotzdem, der kann mich einfach ulten. Dann war's das mit dem Spaß da. Ist tot, ne? Nice. 3 von 3. Oh, das ist sehr bad. What? What do you die? Oh mein Gott. Und der hat eine riesen Wave, hat auch noch verloren. Das ist ja ein absolutes Desaster. Die Nami wird einfach um die Runde laufen und wird nochmal Mitte kommen. Der Meiser kann uns vielleicht anflashen. Das ist nicht so gut. Also jetzt schauen wir mal auf die Karte. Toplane ist meh. Jungle ist meh. Mitte ist gut. Und Botlane ist meh. Wir wollen jetzt hier nicht unbedingt. Wir könnten die Yandris gehen sogar. Gegen Tryndamere, gegen Hikarim. Ich glaube, die Yandris ist ganz fein. Da können wir die Yandris into Horizon oder so spielen. Dann rabbert uns Shadowflame vielleicht. Vielleicht ein Majace zwischendurch, je nachdem, wie es gut läuft. So. Ey, gut, wir haben. Noch mal dem Schlimmsten entkommen. Okay, das ist sehr schlecht für unseren Jungler gewesen.
Na gut. Wenn ich das gewinnen will, muss ich hier ziemlich solo carryen, glaube ich. Leider. Aber das kriegen wir schon hin. Die Botlane macht mir am meisten Sorgen, ehrlich gesagt. Hätte ich ihn gerade einfach killen können. Wenn ich einen W starte und dann den Stun werfe, ist er tot. Au. Ist ein Mazer OTP, hä? Huh? Nee, First Time Mazer, alles klar, perfekt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er mich da killen kann, muss ich sagen. Wir sollten Ludens gehen, by the way. Das ist ein sehr dummer Call, hier Liandris zu gehen. Das ist ganz gut gegen Trinder mehr, Liandris, weil er halt von dem Dot ausbrennen kann. Da wurde ich echt ziemlich hops genommen gerade, ey. Damn. Da wurde ein bisschen, also das sollte nicht passieren in dem Malzahar-Matchup. Sag ich euch ganz ehrlich, das sollte nicht passieren. Er hat keinen Flash mehr in der Mitte. Mm-mm. Okay. Eigentlich hätten wir ihn da schon zweimal töten müssen davor. So, Botlane ist Desaster. Midlane ist fein. Toplane ist fein. Toplane ist echt ziemlich gut mittlerweile. Ein riesen Zest-Lead irgendwie aufgebaut. Einfach ein bisschen scalen, ein bisschen ruhig bleiben, ein bisschen Spells werfen. Ich habe eine Platte genommen. Ich darf halt nie vor, weil der Hikari eben so viel Pressure hat. Vielleicht runtergehen? Das waren so insane Schüsse, aber leider nicht gereicht. Der Bart-Ult, wir können die doch alle killen jetzt, oder? Ja? Triffst du den Ult? Eine Tür ist hinten gestorben. Also unser Tür. Das heißt, keiner hat das Local Gold bekommen sogar. Hm. Das war ziemlich nice, Leute. Ah, shit, da sind noch immer noch Minions. Ups. Jetzt ein Will Plate von mir. Hör mal. Okay, lass uns mal wieder Richtung Mitte flitzen als nächstes. Okay, der möchte Mitte. Schön oben, ja. Ich glaube, ich spare, oder? Bis ich mehr Dings holen kann. So gut. Sonst jetzt bin ich jetzt ein Sidelane-Xerath. Das ist nicht, was ihr sehen wollt, den Sidelane-Xerath. Alte Sidelane-Xerath, let's go. Ja, der Arthur ist sehr, sehr gut gespielt da gerade. Der Hikarim kann uns aber killen auf der Sidelane. Das, was wir jetzt hier machen müssen. Was? Nice, nice, nice. Ich bin so angespannt. Ich weiß nicht warum. Es ist so crazy bei mir aktuell. Aber ich bin in Solo-Queue so unglaublich angespannt zurzeit jedes Mal. Ich komme überhaupt nicht richtig zum Commentary machen für euch. Aber dieses Mal, der Climb darf nicht so schlecht sein wie der letztes Jahr. Weil der war ein Desaster, der Climb letztes Jahr am Anfang.
hier einmal die Soul Heal Reduction hier einbauen? Oder einfach Horizon gehen? Ich geh einfach Horizon. Dann ich sollte einfach Mitte gehen. Einfach dominant Mitte laufen. Und Mitte laufen. Zack, zack, zack. Naja, du gewinnst, ist alles gut. Passt. Den Deal können wir gerne machen, da bin ich dabei. Hm. 36 Gold für ein... Wow, das war ein Kuh. Holy shit, bin ich stark. Vorsicht, da ist jemand. 100%. Alter, du musst einen Auto-Attack machen! Was ist denn das für ein Inter? Holy shit, what? Der steht neben dem, geht zwei Schritte zurück, channelt seine Ultimate. Alter, was ist denn das für ein Saboteur, ey? Ein Auto reicht immer. Na gut, er hat schon Eclipse, ne? Er hat schon Eclipse. Schreien so, entschuldigt, ja. Aber das ist, ich meine, das Game ist so free. Wie kannst du dich denn so schwer machen? Wie kannst du denn so bad sein? Come on, man. Ah, gut, ich war auch so bad vorhin mit meinem Victor und dem dann. Ja, ja. Jetzt stimmt ja. Wir gehen jetzt einfach in aller Ruhe weiter zu Horizon Focus. Die haben zwei. Eigentlich darf ich hier unten nicht sein, ne? Obwohl Hikarim ist gerade Mitte zu sehen. Schon zweimal Malzahar played hier. Zweimal schon angeflasht, der Kollege. Jetzt haben wir gerade ein kurzes Zeitfenster. Wenn jetzt der Meister hier unten ist, könnten wir was probieren. Aber nur, wenn er nicht hinter uns im Busch steht, weil sonst killt er uns ja nicht einfach. Er darf nicht direkt an uns rankommen. Genau, das darf er nicht direkt machen. Kann mich immer tot, ne? Kann ich nichts machen, leider. Können wir leider nichts machen, ja. Es gibt keine Möglichkeit, da rauszukommen bisher, weil der Lucian kam hier, die Nami kommt hier, der Hikarim ist gebased und kommt hier. Ich glaube nicht, dass ich da groß was machen kann. Vielleicht kann er mich rächen. Aber sieht nicht danach aus. Actually ist der Hikarim Topside-Jungle gegangen. Er ist actually Topside-Jungle gegangen. Aber ihr seht wahrscheinlich, warum man mit Xerath nie Sidelane gehen möchte. Das ist nicht gut, Sideline gehen zu müssen als Terrat. Gar nicht gut ist das. So, jetzt können wir einmal hier, wir müssen wieder Sideline gehen, so wie es aussieht. Klasse. Doch das Portal, ey, stimmt, ans Portal habe ich nicht gedacht. Der Portal hätte funktionieren können da vielleicht. Lass uns einmal ganz kurz hier unten an die Wave gehen. Ist Eclipse Kate überhaupt drüber? Vielen Dank. Eclipse Kate ist tatsächlich okay. Also Lethality Kate ist allgemein okay. Ich sehe sie meistens aber eher mit Duskblade, glaube ich, war das. Meistens eher mit Duskblade. So, ich habe eine riesige Ladung Essen bekommen, Leute. Life is really good. So, jetzt lass uns. Oh mein Gott, der schießt mich schon wieder. Er muss auf uns zulaufen, weil sonst stirbt er einfach da. Und wir wissen, dass er keinen Flash hat von der Aktion davor. Das heißt, wir können ihn da einfach killen. Mal kurz back to where. Oh, ja, mir hat gefallen. Ich kann den Tool hier noch nehmen. Nach dem Game könnt ihr euch schon mal irgendwas überlegen, was wir uns zusammen anschauen.
Und währenddessen esse ich dann kurz. Vielleicht schauen wir zusammen das Star Wars Cinematic an oder was, worauf wir bekommen. Sonst können wir uns irgendwas angucken für dazwischen. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Ich habe das schon mal gesehen, dass ein Bart seinen eigenen Turret einfach aus Reflex geultet hat. Lol. Das ist natürlich sehr gut für uns gewesen. Holy shit, guys. Das ist so huge für uns. What? Was war das denn? Never take the portal. Was gibt's denn? Einen Salat mit Hähnchen und Mozzarella. Hähnchen und Mozzarella-Salat gibt's. Das sind einmal kurz back to base und wir müssen diesen Drake hier kriegen dann. Boah, das riecht so gut, ne? Und ich hab solchen Hunger. Ach, das ist wie Folter gerade. Wir können jetzt einmal hier wieder rausflitzen. Jetzt, ich hätte wahrscheinlich warten sollen, bis ich full life bin, ehrlich gesagt. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Dann blitzen wir einmal schnell hier wieder los. Der Drake-Fight wird jetzt extrem wichtig. Ich habe keine Sums für den Fight, aber gut, der Dings ist Top-Lane. Die könnten hier allerdings schon überall drin sein. Also wir müssen echt aufpassen vor dem Busch hier zum Beispiel. Nicht, dass uns der Malzahar da irgendwo trappen kann. Warte, hat er meinen Ludensbrock auch gewastet da? Das ist vielleicht schon tot, ne? Mal drei Hits drauf gekriegt. Was? Wer denn das gestunt? Der hat jetzt wieder Flash auf. Der will auch nicht flashen, da bestimmt. Sehr, sehr schön. Da haben wir sie rausgehört. Vielen Dank, ne? Sieht doch sehr, sehr gut aus. Ich muss auch sagen, dass Xerath aktuell wirklich sehr stark wirkt, auch immer. Wenn ich ihn sehe. Okay, das ist anscheinend Botlane Xerath jetzt. Wer hätte das Essen vorbeigebracht? Meine Mutter. Tatsächlich, die waren jetzt eine Weile, waren die im Skiurlaub und dann war es, also es war tatsächlich schwierig für mich. Ich bin ja nicht so super überlebensfähig alleine. Weil ich ja immer die, also theoretisch, was ihr als Streamer machen müsstet, ist ja, also wenn ihr halt ganz alleine seid, ist ja, dass ihr Food Prepping betreibt. Das heißt, was ich eigentlich machen müsste, wäre, dass ich am Mittag aufstehe und einkaufen gehe und mein Essen für den ganzen Tag vorkoche. Ne? Was ja eigentlich, also unter uns sollte kein Problem sein, aber ist es für mich leider. Immer noch Hotelmama. Ja, schon. Also wir wohnen in unterschiedlichen Häusern, aber ja, ist schon noch so. Meine Mutter hilft mir wahnsinnig mit allem, was so, also damit ich so so viel streamen kann, wie ich gerne möchte. Das ist der Hekerin gewesen. Ich kann den einfach kurz mal gucke den. Na ja. Das war sehr schön. Ich habe so gepanicked, ne, weil die alle hinter mir um die Ecke kamen. Und ich hatte einfach so große Panik da. Ich meine, es sieht aus, als wäre es sogar okay. Aber ich bin leider... Zum Glück habe ich keinen Majors gebaut. Ich habe mal meinen Flash gewastet. So. Wir sind fein hier nach wie vor. Ich meine, es. Ich meine, also selbst unsere Caitlyn ist mittlerweile nicht mehr komplett nutzlos, nehme ich an. Mein Damage ist halt stupid. Das heißt, wenn wir einfach groupen aktuell, dann sollten wir gewinnen. Jetzt gehen wir hier mal nach Richtung Mitte. Wie findet man seine Lane, auf der man am besten performt? Aus meiner Erfahrung ist es so, dass du auf der Lane am besten performen wirst, die dir am meisten Spaß macht.
Was tatsächlich so ist, wenn du Spaß an was hast, dann gibst du dir mehr Mühe und bist auch länger dabei. Es ist, wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist es, dass du die Rolle aussuchen solltest, die dir am meisten Spaß macht. Schade. Und Brock. Brauch nochmal so einen guten Fight wie den hier vorhin. Da haben wir wirklich alles getroffen. Das wäre wichtig für uns. Hat er geflasht, der Malzahar. Das ist gerade über derbe. Knapp tot, ja. Hoffentlich kommen die alle raus. Das ist wahrscheinlich auch Nash. Nein, warum tippt die den jetzt noch rein? Don't! Oh mein Gott. Das ist actually terrible für uns. Das ist Nash. Just. Wir müssen nur groupen. Es ist okay. My bad. Ja, in 20 Sekunden habe ich DP. Aber jetzt sind wir ziemlich fucked, muss ich sagen. Es ist so low quality, das Spiel hier. Fühlt sich wie eine richtige Bronze-Massaker an. Wir müssen einfach groupen und siegen. Nicht sidelane, nicht split-pushen. Nicht irgendwelche Shenanigans machen. Einmal da sein, wenn die engagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch fighten können. Ich bin jetzt zweimal natürlich einfach gestorben. Ich habe meinen Rabadons Power Spike nicht. Und die anderen sind alle ein bisschen stärker geworden in der Zeit. Es kann jetzt durchaus sein, dass wir nicht mehr fighten können. Vielleicht kann ich hier die Nami catchen? Ich habe aber keinen Flash, das ist ein bisschen risky. Aber die wollen bestimmt hier durchlaufen. Gehen hier. Ich habe das Gefühl, dass die uns einfach ein bisschen outscalen, auch die Gegner. Lass uns einmal hier kurz zurückgehen, Rabadons holen und jetzt sollten wir für einen Fight spielen. Mit Level 16 wird es dann noch ein bisschen besser. Die haben jetzt drei Drakes. Schade. Nice try. Alle ein Leben, ha? Huh? Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Sind wieder alle mit einem Leben rausgeschlichen. Ich hätte da am Anfang aber mit der Ult auf jeden Fall jemanden töten können, ne? Die war nicht sauber geschossen. Die war leider nicht sauber geschossen. Jetzt die Frage, was wir als nächstes holen. Wir könnten entweder können wir Void Stuff gehen, wir könnten aber auch Morellos gehen oder Shadow Flame. Ich würde sagen, Shadowflame wahrscheinlich, oder? Ich glaube, Shadowflame sieht sehr, sehr gut aus hier, weil die Gegner auch so super squishy sind. Wir sollten bloß einmal davor wahrscheinlich Heal Reduction einbauen. Haben wir genug Heal Reduction? Ne, wir haben gar keine. Ich glaube, Heal Reduction ist sehr, sehr nice hier für uns. Die First Strike Gold, 800 bis jetzt. 100 nur. Ich könnte, glaube ich, viel, viel mehr haben, wenn ich ein bisschen optimaler gespielt hätte. Sobald wir Level 16 sind, können wir die ganze Zeit probieren, die Nami zu killen über die Karte. Danke für die Mitte und Jungle, beides spannend. Das ist, ja, dann spiel Mitte und Jungle, oder nicht?
What? Ich glaube, der killt mich, ne, der Grimm. Lass mal das hier schnell nehmen. Wichtig, dass sie den Turret hier nicht bekommen. Ich habe leider wieder meinen Flash verloren, weil ich dachte, der Malser ultet mich da einfach. Ich weiß gar nicht, ob er das auf dem Schirm hat, dass er mich da einfach ulten können. So, wir wollen jetzt unbedingt unser Level 16 haben hier, als nächstes. Ich weiß immer noch nicht ganz sicher, was ich mir als nächstes hole. Das waren gerade sehr schlechte Schüsse. Ich dachte, also wenn der Bart den Stun richtig timet, dann kann der tatsächlich nicht flashen. Also er kann flashen, aber er wird dann auf der anderen Seite der Wand gestunt. Aber der hat ihn das anscheinend nicht korrekt getroffen. Weil deswegen habe ich schon, bin ich direkt in die Ulti gegangen und hat da geschossen bisher. Ich bin noch zauber. Also die Name ist richtig aufgeploppt. Jetzt haben wir keinen Flash mehr als immobiler Mage gegen einen Hecarim. Das könnte jetzt allerdings wieder ein bisschen problematisch werden. Und da ist auch die Seele und Nash kommen jetzt dann beide ab. Nice, den Hicker haben wir schon mal. Klasse. Eines der schlechtesten Teams, die ich gesehen habe, diese Season bis jetzt. Also ich habe aber auch nicht gut gespielt, versteht mich nicht falsch. Aber was ich meine, ist, die allgemeine Qualität dieses Spiels hier war unglaublich niedrig. Ja, die war wirklich unglaublich, unglaublich niedrig, die Qualität in dem Spiel. Das ist echt sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ich hätte es trotzdem carryen können. Ich war so unglaublich gefeedet bisher. Ich glaube, wenn ich dann optimal gespielt hätte, hätten wir gewinnen können. Und die können das anscheinend auch nicht finishen. Die werden aber Seele bekommen, dann ist es sehr schwer zu gewinnen. Das hat sich so richtig wie so ein Silber-Game angefühlt, wo keiner irgendwie was weiß, was er macht. Und alle random rumlaufen über die Karte. Was war das für ein Schild auf Hicker? Das war Sterax, war das. Sterax. Das war Sterax. Okay, jetzt haben sie Seele. Wir haben noch immer noch nicht verloren. Tatsächlich muss ich meinen Hextech-Alternator wieder verkaufen und muss für Voidstuff gehen, aber weil die alle anfangen, in R zu bauen, leider. Das ist der Flippen-Bild ist nicht mehr so interessant jetzt. Wir werden jetzt Nash auch noch gehen. Vielleicht können wir was probieren. Wir müssen was probieren. Okay. Damage ist so crazy mit Xerath. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das ist irgendwie komplett frustrierend, das Game. Das ist einfach so ein komplett unstrukturiertes Sterben hier die ganze Zeit. Fühlt sich richtig bad an, das Game. Der Damage war krank. Ja, der Damage ist echt disgusting von Xerath. Wir haben am Ende, wie viel? 1100 Gold haben wir am Ende gemacht. Steige ich jetzt eigentlich direkt aus Master ab nach dem Game? Ich glaube, ich hoffe mal nicht, ne? Das wär's jetzt. Jetzt siehst du, wo wir uns 24-7 rumschlagen müssen. Also, das ist schon echt unangenehm, ey. Keiner hat unverdient, die haben alle schlecht gespielt. Wir haben unsere eine LP. Wait, bedeutet das, wenn ich das nächste Game verliere, steige ich ab? What the fuck? Naja, dann mal ab fürs nächste, würde ich sagen.